Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Ja, es ist schon wieder Samstag, meine Güte, das geht so schnell. Wir haben auch beschlossen, diese Woche den Brief nochmal wegzulassen. Diese Woche liegt es einfach daran, weil ich so viel um die Ohren habe. Deswegen wird wahrscheinlich die Folge auch eher tendenziell ein klein wenig kürzer werden. Ich habe mich schon wieder ganz schlecht um meine Pferde gekümmert. Ich muss mich dringend mal wieder drum kümmern. Ich habe es die ganze Woche nicht wirklich geschafft. Und ich will mal gerade gucken, ob vielleicht heute nochmal... Ja. Wir haben ein paar neue Fohlen, 4 Stück. Wir haben zum einen diesen Hengst. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Ach, guck mal hier, der war auch von Lorenz, genau. Scheint jetzt aber auch nicht so die Special-Farbe bekommen zu haben. Aber der ist eigentlich ganz hübsch. Lass uns mal gucken. GP von 643. Ja, leider für Dressur. Dressur, Jumping or Eventing. Also Dressur, Springreiten oder Vielseitigkeit. Den könnte man dann aber auch anders einsetzen, ob ich den behalte oder nicht. Das wird sich gleich entscheiden, wenn ich die Konfi sehe. Genau, hat Tobiano, sieht man jetzt nicht so extrem wie bei seiner Mom. So, Konfi hat leider einen Average. Okay, das heißt, er wird definitiv mich verlassen. Wenn er erwachsen ist, das kann ich jetzt so schon mal sagen. Ich muss wirklich richtig hartnäckig aussortieren. Auch das hier ist ein Fohlen von Lorenz. Diesmal ein Stütchen. So, ich bin mal gespannt. Von Lorenz und Black Widow. 653er GP, also das ist nicht schlecht. Naja, sie kommt ja auch nicht von schlechten Eltern. So, sie ist eine ganz normale braune und ja genau, auch hier wieder Dressur haben wir hier. Springreiten, Reining oder Eventing, okay, interessant. Sie hat einen Very Good. Das muss ich immer noch überlegen. Die bleibt eventuell. Ich packe sie erstmal zu den Oldenburgern dazu. Was haben wir noch? Oh, ein süßes kleines Foli von Fein Fritz und meiner Winter is Coming. Ich glaube, ja, die könnte Rowan haben. Die könnte Rowan haben. Und die könnte eigentlich auch eine echt gute Konfi haben, wenn mich nicht alles täuscht. Sie hat Rowan, ja. Sie hat Rowan und Cream. Ich bin gespannt, wie sie aussehen wird, wenn sie erwachsen ist. Das könnte eine ganz interessante Farbe geben. 633er GP ist auch nicht schlecht. Konfi 2 Very Good, ja. Also die kleine Maus wird auf jeden Fall mal bleiben. Fällt mir da vielleicht schon auf Anhieb ein Name ein? Ja, mir fällt direkt sogar ein Name ein. So, das Schwert, das ist WoWs. Chromie. Das ist Chromie. Ich finde, der Name passt zu ihr. Ist ein Drache aus dem Bernstein-Drachenschrein. Also aus diesem gelblich-bräunlichen. Und das sind die Zeitdrachen. Und Chromie ist ein kleiner Gnom. In ihrer menschlichen Form, in Anführungsstrichen, ihrer humanoiden Form und wir dann eben zu so einem gelblich-bräunlichen Drachen. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem Cream. So, und dann haben wir ihn hier noch. Der sieht ja auch schick aus. Der könnte sehr, sehr interessant aussehen, wenn er erwachsen ist. Oha. Ja, da bin ich ja mal gespannt. So, gucken wir erstmal, 600 RWGP ist nicht schlecht, aber jetzt nicht herausragend. Für ein Welsh Pony, da gibt es dann doch nochmal deutlich bessere Werte, aber auch deutlich schlechteres. So, wir haben hier einen Rappen mit Cream und Silber. Also der wird wahrscheinlich sehr, sehr interessant werden, wenn er erwachsen ist. Und er hat 2 Very Goods. Der wird definitiv auch erstmal bei mir bleiben. Habe ich da... Ich hatte gestern so viele Namensideen mit Black... Wir nehmen einfach mal Blackwing, weil wir haben Blackwing leer. Den schwarz, den
Pechschwingenhort. Pechschwingenhort heißt es auf Englisch Blackwing Lair. Und deswegen denke ich, ist WoWs Blackwing eigentlich ganz cool. Das gefällt mir. Und ich hatte ja letztes Mal nach Arabern gefragt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir ein paar angeguckt schon. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Meine Stuten sind aber momentan alle gedeckt. Genau, die sind gerade alle gedeckt. Aber die kann ich mir, oder werde ich mir auf jeden Fall dann schon vormerken. Für die nächsten Fohlen. Und ich möchte mal kurz durchgucken. Ich könnte eigentlich, wir machen heute mal so eine Folge, glaube ich, wo ich einfach mal meine Araber nochmal verpflege. Weil die finde ich momentan, auch wenn wir jetzt eben Welsh Ponys bekommen haben, bei den Arabern finde ich es gerade eigentlich mit am interessantesten zu gucken, noch wie sie in den Konfis abschneiden, weil manche einfach noch sich verbessern können. Bei ihr ist es in 8 Tagen soweit mit dem nächsten Nachwuchs. Ja, Bahir ist schon mehrere Male Papa geworden mittlerweile, 3 Mal schon. Und das ist, wir gucken uns mal seine Folies an, die er bekommen hat. Hier ist einmal ein Fuchshengst dabei. Wir haben aber auch hier 2 W19 Pferde. Also der scheint W19 eigentlich ganz gut zu vererben. So, Blitz. Ja, der ist... Blitz ist schon ein echt guter. Mit 4-mal very good. Natürlich gibt es da immer noch bessere, aber ich meine, hey, er hat schon mal einen Day-Champion für mich geholt. Das ist... schon so eine kleine Errungenschaft. Doch. Bei ihr dauert es auch noch 8 Tage, bis sie ihr Fohlen bekommt. Ich bin gespannt. Sie ist ein Liver Chestnut. Sie ist gedeckt von einem Liver Chestnut. Und ich habe auch noch einen Liver Chestnut im Blick. So. Das hier wird, glaube ich, ein Schimmelchen werden, ne? Der Fadil, das wird ein Schimmel. Ich frage mich übrigens, warum es keine Apfelschimmel-Araber gibt. 687er GP und dann leider zwei Average ist auch gut. 2 Average, aber auch 3 Very Good. Also der ist schon auch sehr cool. Also ich frage mich echt, warum es hier keine Apfelschimmel-Araber gibt. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht mag mich wer aufklären. Das würde ich mal gerne wissen. Das würde mich mal interessieren, warum, wieso, weshalb wir hier keine Apfelschimmel-Araber in dem Spiel haben. Es gibt so unheimlich viele Bilder von Apfelschimmel-Arabern, aber irgendwie so. Hier mache ich jetzt mal 100%. Das Rennen trainiert sich mega langsam. Und ich meine, ich werde Fahrer wahrscheinlich, ich komme heute wahrscheinlich sowieso nicht mehr wieder zum Trainieren. Also kann ich die eigentlich auch alle direkt auf 100% packen. Ja, guck mal, wie schlecht ich mich momentan um die Pferde kümmere, dass sie hier so miese Werte haben. Warte mal, hier machen wir mal nur das. Weil Hyperion könnten wir eigentlich mal ein Rennset verpassen. Und dann könnten wir ihn mal... Racing Bridle, Racing Pet, Racing Saddle. Dann könnten wir ihn vielleicht mal in ein Rennen schicken. Da ist er. So, Racing Pet. Da, der Sattel fehlt jetzt noch. Da ist er. So. Competitions, dann gucken wir doch mal. Flat Racing. Melden wir ihn mal für an. Könnten wir ihn eigentlich auch mal noch für anmelden? Zwar nicht so weit trainiert und Kadir und Tashina gucken wir gleich noch. Hier haben wir Kadir als erstes. Ja, der ist jetzt auch noch nicht so weit in der Dreierroutine, aber wir können ihn ja einfach mal anmelden. Ich meine, mehr als schief gehen kann es nicht, ne? Und so viele Pferde, also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber in der letzten Zeit gab es so viele Pferde immer nicht unbedingt. So, hier machen wir direkt nochmal die 100%. Ach hier, manche muss ich auch mal noch zur Zucht reinstellen. Ihn hier zum Beispiel. Ich finde ihn so wunderschön.
Ich liebe diese Farbe total, dieses dunkle Braun finde ich einfach wunderschön. Ganz, ganz toll. So, Hufpflege machen wir gleich noch und wir gucken auch noch mal, so, da ist Tashina. Wir gucken auch gleich noch mal, wie es aussieht. Melden wir auch mal noch an. Bezüglich Hengste, die ich vielleicht noch mal wieder auf das Gesundheitszeugnis quasi hintesten kann. So, hier habe ich noch keinen Namen für den Hengst. Für ihn musste ich mir noch einen Namen überlegen. Den hatte ich erstmal nur XX genannt, damit ich ihn finde, wenn ich ihm ein Halfter draufziehen will. Ansonsten ist das immer so blöd, wenn man die ganzen Nummern hat. Ein Very Good, bislang Second Premium geschafft, aber knapp dran vorbei an First Premium. Müssen wir mal schauen. Ach ja, hier, er braucht noch ein kleines bisschen. So, und Strawberry Kiss. Machen wir auch direkt die 100%. So, jetzt gucken wir doch mal hier, was wir für Results haben. Guck mal, Hyperion auf Platz 2. Die anderen drei sind leider alle nicht platziert, aber Hyperion ist auf Platz 2 in Routine 2. Müssen wir mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie er sich hier platziert. Und ihr seht, gut, es läuft auch noch 1,25 Stunden. Aber wenn wir jetzt hier mal gucken, 1,25 Stunden Racing, gleiche Dauer Raining. Und da sind einfach schon so viele in allen Disziplinen angemeldet. Ihr seht also, wie zum Beispiel Raining mega überlaufen ist und ihr bei Racing einfach noch eine ganz gute Chance habt. Ja, jetzt wollte ich hier noch reingucken. Ich hatte noch Nachrichten bekommen, wie gesagt, wegen Hengsten zum Züchten. Die wollte ich mir mal gemeinsam mit euch angucken. Und zwar hat einmal Alyssa Wincy eine Nachricht geschrieben. Er heißt Miron. Oder Miron, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, GP 629 und ein Very Good sowie 11 Goods. So, First Premium meistens mit 82,052, das heißt, dass auch die Goods jetzt nicht so schlecht sein können. Und da ist er, eher hier, ein schöner Kerl, ne? Schöner ist er. Ja, für Raining, also für Western, Distanzreiten oder Racing. Es ist mir ja wichtig, dass Racing wenigstens eigentlich immer drin ist. Ich habe zwar, glaube ich, auch ein paar, wo es nicht drin ist, aber es ist mir relativ wichtig. Ist auf jeden Fall ein sehr hübscher Kerl und den merke ich mir mal vor. Den merke ich mir auf jeden Fall mal vor. Und dann haben wir noch, genau, die Nachricht von Hitomi. Sechsmal Very Good und den Rest Good. GP von 651 für Distanzreiten. Garnier. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist er. Ach guck, es ist auch ein Fuchs. Es ist auch ein Fuchs. Der hat bislang noch nie Second Premium gehabt. Aber guck mal, der ist ähnlich von den Werten her wie der andere. Das heißt, ihr seht, dass ein Good nicht unbedingt viel schlechter sein muss als ein Very Good oder ein Very Good nicht unbedingt viel besser sein muss als ein Good. Also werde ich auf jeden Fall mal auch mal ausprobieren. Hier haben wir, oh, Driving ist da mit drin, okay. Western Distanzreiten, Rennen oder Fahren. Fahren ist bei einem Araber was ganz Außergewöhnliches. Interessant, interessant. Ja, also die beiden, die merke ich mir auf jeden Fall mal vor, hier von der Alyssa und von Hitomi, die gefallen mir beide sehr gut, auch wenn sie die gleiche Farbe haben. Aber ich meine, ich habe ja noch einige Araberstuten, die ich decken lassen kann, ne? Also von daher, alles kein Ding, alles kein Ding. So, jetzt gucken wir noch. Blacksmith, oha, da habe ich einige. Das machen wir mal fix durch. Das war früher so nervig, als die Server noch so super, super lang geladen haben für alles. Wenn man da wirklich die Hufe von allen Pferden machen wollte, das hat mega lang gedauert. Das hat einfach echt super lang gedauert und jetzt geht es so schön schnell. Früher war es einfach nur nervig und mittlerweile geht das echt gut. So, und jetzt gucken wir mal noch beim Tierarzt. Das sind nämlich auch noch mal einige Fohlen, die ich testen muss. Ihr seht es. Und guck mal hier, Duke of Cream Idol und Mjölnir können wir testen.
Ich wette, das klappt wieder bei keinem. Gucken wir doch mal. Notifications. Nein, sie haben alle keins bekommen. Ich habe tatsächlich zwei Hengste. Ich habe zwei Hengste, die so ein Gesundheitsprädikat haben. Und das sind, interessanterweise, sind das ursprüngliche Wildpferde. Nämlich Star hat eins, der hier viermal Excellent und ein Good hat. Der hat die 75% erreicht. Und er hier, mein Mustang-Hengst, mein Tamin, ich bin ja immer noch nicht ganz sicher, ob der so ausgesprochen wird, der hat sogar fünfmal das Excellent. Und das sind beides Wildpferde. Und sonst habe ich das bei keinem anderen Pferd geschafft. Keines der Zuchtpferde hat bei mir so eine krasse Gesundheit, dass sie da durchgekommen sind. Was schon irgendwie sehr traurig ist. Ja, ja. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da ein bisschen mehr Glück habt. Und bei mir sind noch ein paar Pferde erwachsen geworden. Ich glaube, Daenerys und Marjorie hatte ich euch schon gezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Brienne ist erwachsen geworden, hat aber leider ihre tollen blauen Augen nicht behalten. Ist auch eine ganz schöne geworden, aber die war leider nie so super mega gut. Sie hat zwar ihr Star-Predicate bekommen, aber ihr seht es hier mit Ach und Krach. Es ist ein bisschen schwierig gewesen. Cersei gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist super hübsch geworden, meiner Meinung nach. Eine Tochter von Sioros. Ich muss dringend scheinbar auch mal wieder mehr von Sioros decken. Die finde ich auch wunderschön. Ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle, schicke Stute. Außerdem Dorne ist erwachsen geworden. Eine Tochter, eine Sabino-Tochter. Und was wollte ich noch gucken? Ach ja, sie hat zweimal Very Good. Sie hat zweimal Very Good. Ich hoffe ja, dass ich die Sabinos mal ein bisschen besser züchten kann. Creme Caramel ist auch erwachsen geworden. Ist auch eine sehr, sehr schöne Stute mit einmal Splashed White 1. Und wer auch erwachsen geworden ist, ist My Dream Girl. Ich hatte die große Hoffnung gehabt, dass sie so aussehen wird wie ihre Mom. Mit diesem, ja, ist ja, ja, ein richtiger Porzellanschecke ist es nicht, aber ich glaube, das ist schon so die Apfelschimmelfärbung eigentlich. Mit Splashed White 1. Leider nicht, sie ist leider ganz ausgeschimmelt. Leider, leider, leider. Das ist ein bisschen schade, aber ja, kann man nichts machen, ne? Ist halt einfach so. Ist aber okay. Ist aber okay. Ich finde sie trotzdem eine sehr, sehr süße Maus und ja. Ich würde dann sagen, ich verabschiede mich für heute erstmal von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und Dienstag hören wir uns dann wieder zu einer weiteren Folge Horse Reality. Bis dahin, tschüss!